Das ist jetzt ein Augenblick, den man auch nicht alle Tage hat. Schade nur, dass ich da für den Zweck das falsche Objektiv habe. So, mein Karlchen, das war jetzt ein ereignisreicher Spaziergang. Viele Hunde haben wir getroffen, Zeppelin haben wir gesehen, wechselndes Wetter haben wir erlebt. Genau, und jetzt langt's für heute, jetzt fahren wir wieder nach Hause. In letzter Zeit einfach ein bisschen arg viel mit Filmen und Fotografieren beschäftigt und mein Wohnzimmer, in dem wir uns da befinden, das ist bei der Gelegenheit entschieden zu kurz gekommen. Ja, und ich habe also beschlossen, dass jetzt, obwohl das Wetter draußen langsam schön wird, Zeit ist, da herin mal wieder ordentlich aufzuräumen. Es gibt irgendwie zwei Sachen, denen ich überhaupt keinen Bock habe. Das eine ist Putzen und Aufräumen und das andere ist Bügeln. Es gibt kaum was Öderes. In der Zeit bin ich einfach lieber kreativ tätig. Nur irgendwann mal verschwimmelt die Bude dermaßen, dass du dann nicht mehr wohlfühlst. Ja, und dann musst du einfach ans Werk gehen, das ist sonst nichts. Der Platz da am Fenster und an dem Tisch, das ist einer meiner Lieblingsplätze in dem Zimmer. Denn das Sofa, das okkupiert im Allgemeinen der Hund. Der sitzt dann hier irgendwo in dem Eck und ich sitze am Tisch und erwartet er dann, bis er was zum Fressen kriegt. Und da ist auch schon so die eine oder andere Tasse geleert worden. Man sieht es dem Ganzen auch an, da wird es auch höchste Zeit, mal dran zu gehen. Bei mir hat der Begriff Möbel noch eine sehr ursprüngliche Bedeutung. Mobile, die beweglichen. Halt der Dachschräge. Mäßig gelungenes Bild.
Das war's jetzt. Das waren jetzt fast 2,5 Stunden harte Arbeit. Perfekt ist es noch nicht, aber man kann wenigstens sagen, es schaut nicht mehr aus wie in der Messebude.